Ja, das Buch ist wie eine Ausstellung. Okay. Und wie lange hat es gedauert, die Ausstellung zusammenzustellen? 4 Jahre. Und womit hast du begonnen? Mit welchen? Ich habe mit einem Bild begonnen, das dann gar nicht drinnen ist. Okay. Dann erzähl was, wie du es gesetzt hast. So, dass man nicht in die Malerei reingreift. Dafür ist der Kompromiss, dass man immer die Buchmitte drinnen hat. Aber im Endeffekt bietet die Mitte einen Fokus. Mhm. Es geht ja nur um, man soll ja nur eine Idee kriegen und hingelockt werden zum Original. Ja, weil, ja. Ich meine, das Buch bietet mir eine gewisse Distanz. Mhm. Und also Distanz zum Reflektieren über meine Sachen und dem Betrachter bietet einen Weg an, sich die Malerei im Original anzuschauen. Mhm. Also es ist wie ein Gummibandl. Dein erstes Buch? Ja. Und der Text führt eigentlich in die Malerei rein. Über das Vorsatzblatt, wo es dann schon durchscheint. Und dann ist drinnen eigentlich kein Text mehr, sondern nur mehr Bilder. Mhm. Super.